Dennis Aogo gut gelaunt im TV-Interview. Der Schalker Verteidiger kurz vor dem Abflug zum Europa-League-Spiel in der Ukraine. Was dabei keiner bemerkt, genau in diesem Moment wird ihm hinter seinem Rücken eine Luxustasche mit Laptop gestohlen. Aogo glaubt zunächst an einen Scherz der Teamkollegen. Doch das teure Handgepäck taucht nicht mehr auf. Die Polizei wertet nun die Überwachungskameras aus. Kurze Zeit ist unklar, ob Aogo überhaupt fliegen kann. Mit einem provisorischen Pass tritt er die Reise an. Seinen Koffer hatte Aogo übrigens schon vorher aufgegeben.